Mario Comenzoli ist hier gestorben. In seinem Atelier an der Zürcher Rousseau-Straße. Vor 5 Jahren. Doch noch heute bringen Freunde Blumen vorbei. Seit jenem 2. Juni 1993. Nein. Seine Werke sind unter den Leuten, wie hier zum Beispiel im Ristorante Cooperativo in Zürich, dem traditionellen Treffpunkt der Zürcher Linken. Hier wurden die italienischen Emigranten und Antifaschisten der 30er Jahre freundschaftlich aufgenommen. Von den Gebrüdern Rosselli bis Nenni und Silone. Hier feiert auch Zürichs rot-grüne Politprominenz ihre Feste. Und im ersten Stock versammeln sich noch heute die diversen Emigrantenvereinigungen. Des Malers Ölbilder und Zeichnungen findet man heute auch in der Galerie Comenzoli, oberhalb des Rennwegs am Zürcher Lindenhof. Hier ist der Sitz der Comenzoli-Stiftung, die seine Ehefrau Helene ins Leben gerufen hatte. Und die nicht einmal ein Jahr nach dem Tode ihres Mannes, wohl aus Schmerz allein zu sein, ebenfalls verstarb. Man findet hier auch Privates, wie Comenzolis Bibliothek oder sogar sein altes Fahrrad, mit dem er 40 Jahre lang jeden Morgen pünktlich um 7 Uhr vom anderen Ende der Stadt in sein Atelier fuhr. Dort malt er dann häufig bis in die Nacht hinein die Bilder, die für ihn das Lebenselixier waren. Sein letzter Zeichnungskatalog ist den beiden Schwestern Palma und Giovanna gewidmet. Von der Emilia-Romagna in die Schweiz ausgewandert, hatten sie ihn 1922 vom Kinderheim der Misericordia in Lugano geholt und in diesem Haus von Molino Nuovo großgezogen. Comenzolis Mutter war nur wenige Monate nach seiner Geburt verstorben. Und der Vater, Albino, ein Matratzenhersteller, hatte wenig Zeit, sich um den Kleinen zu kümmern. Mario Comenzoli besuchte die Schule im damaligen Proletarierquartier von Lugano. Die gesammelten Erfahrungen dieser Zeit sollten später auch Niederschlag in seiner Malerei finden. Comenzoli ist Coiffeurlehrling, Kellner, Hilfsarbeiter. Er fängt schon bald an zu malen und verkauft einige Aquarelle an Touristen. Er besucht die Aktschule von Carlo Cotti in Caserina sowie das Atelier des Malers und Bildhauers Giuseppe Foglia. Dieser rät ihm, das Tessin zu verlassen und nach Paris zu gehen. Mit einer Studienbörse der Torricelli-Stiftung zieht er nach Zürich, wo er Hélène Frey heiratet. Hier besucht er Zeichnungskurse in Architektur und studiert Kunstgeschichte. Es sind seine Bildungsjahre. Comenzoli lebt zwischen Zürich und Paris, wo er stark von Picassos Malerei beeinflusst wird. Im Zürcher Helmhaus stellt er große Ölbilder aus. Ein wichtiger Moment im Kontakt mit der Moderne. Diese Bilder sind charakterisiert von einer formalen Strenge, die auch in den späteren Werken zu finden ist und die ihn von der Versuchung des Naturalismus fernhält. Auch später, wenn der Mensch im Zentrum seiner Malerei steht. Es gibt einen roten Faden im formalen Bereich und das ist eben diese Permanenz des Suchens, also die Permanenz der Erneuerung. Und dann gibt es einen inhaltlichen Faden und das ist sein Humanismus, seine Beziehung zum Menschen, seine sehr aktive, sehr einfühlsame, dem Nächsten gegenüber sehr positive Beziehung zum Leben. Es ist der große Durchbruch von Comenzolis Malerei. Während rund um ihn das Informelle triumphiert, während die konkreten Maler die orthodoxe Geometrie predigen, interessiert sich Comenzoli für die einfachen Menschen und deren Alltag. In einem der seltenen Statements, hier aus einem Dokumentarfilm von Mario Cortesi, verrät er den Grund für dieses gegen den Strom Schwimmen. Es war ein Engagement für einen Artisten in unserem Zeitraum, es ist eine Frage von der Moralität. Das Engagement eines Malers unserer Zeit hat viel mit Moral zu tun, mit einer Teilnahme am Leben, dem ich sowieso instinktiv zugewandt bin, weg von jeglichem intellektuellen Opportunismus. Je dois dire que mon engagement n'est pas un opportunisme intellectuel, n'est pas comme ça, mais j'étais toujours, n'est pas dans cette voie. In dieser Zeit entsteht die Serie Lavoratori in Blu, die Gastarbeiter. Bereits angekündigt durch Werke wie dieses, Das Kind von 1954. Ein Freund von Comenzoli, der Tessiner Buchhändler Sandro Rodoni, hat diese Zeit in Zürich miterlebt. Cercava di dipingere la realtà, l'attualità,
Er versuchte, die Realität zu malen, die Aktualität unseres Landes. Und er entdeckte, dass die große Aktualität in diesen Jahren eben die vielen Italiener waren, die hier Arbeit fanden und die der ganzen Schweizer Produktionswelt eine spezielle Charakteristik gaben. Das Baugewerbe, die Fabriken, die Dienstleistungsbetriebe waren alle von der Präsenz dieser ausländischen Arbeitskräfte geprägt. Mondo dell'edilizia, delle fabbriche, i servizi, eccetera, erano tutti determinati dalla presenza di questi lavoratori stranieri. Kunstkritiker und Schriftsteller Carlo Levi schrieb: Diese Malerei hat den Ursprung in einer tiefen Überzeugung von den Werten des Darstellerischen, vom Menschen. Sie ist geprägt von einer tiefen Ehrlichkeit und einer klaren Moral. Die Beziehung Comenzolis zu seinen Figuren ist brüderlich. Er stellt sich mit ihnen auf die gleiche Ebene. In Rodonis Buchhandlung diskutiert Comenzoli häufig mit dem kalabresischen Schriftsteller Saverio Strati. Eines Tages laden ihn die Direktion des Partito Comunista Italiano und Carlo Levi nach Rom ein, um seine Werke auszustellen. Ein traumatisches Erlebnis. Trotz Verkaufserfolges fühlt sich Comenzoli entwurzelt und er hält die Arroganz von Renato Guttuso, dem bekanntesten Realisten Italiens, nicht aus. Specialmente Guttuso, anzi soprattutto Guttuso, vor allem Guttuso hatte für einige Werke Comenzolis nicht gerade glückliche Worte gewählt. Während auf der einen Seite Levi und auch viele andere einen sehr positiven Eindruck des Werkes von Comenzoli hatten, kamen von Guttuso eher zögerliche Töne. Valida per l'opera di Comenzoli da parte di Guttuso ci furono anche dei tentennamenti e delle espressioni non solo favorevoli. Es sollte die letzte Ausstellung Comenzolis in Italien sein. Der Maler entdeckt dafür Ausstellungsmöglichkeiten in Fabriken. Im Zentrum von Volvo in Liss oder in der Maschinenfabrik von Rüti bringt er seine Werke unter die Arbeiter. Sein Lieblingsmodell in diesen Jahren ist ein Arbeiter, Vittorio Vigani. Ich fühlte mich dank seiner Sicherheit im Malen wohl. Auch er war locker, denn er sagte, wenn ich dich nehme, dann entsteht ein Bild mit Leichtigkeit. Der Pinsel gehorcht mir. Mit anderen ist es häufig ein Kampf. Mario Comenzoli wird in Zürich vom Centro d'Arte e di Cultura Italiana gewürdigt. Zusammen mit Max Frisch, Autor des berühmten Satzes »Wir wollten Arbeitskräfte und es sind Menschen gekommen«. In der Begründung der Auszeichnung liest man: »Die Auswahl ist auf Comenzoli gefallen für sein Hervorheben des einfachen Lebens des Emigranten, festgehalten in lyrischen wie dramatischen Momenten. Doch Comenzoli wird bereits von Neuem angeregt.« In den späten 60er Jahren hat sich eben auch gesellschaftlich viel geändert und Comenzoli, der ja immer wieder ein leidenschaftlicher Chronist seiner Zeit war, hat darum auch manches an seiner Kunst geändert. Und es ist, er wendet sich jetzt eben eigentlich an eine aufständische Jugend, aber für diese Jugend ist die Revolution oder mindestens die Auflehnung ein Fest. Es ist ein spielerischer, optimistischer Moment in Comenzolis Malerei. Ein Fest der Erotik. Comenzoli bemächtigt sich der Symbole des Alltäglichen und verwandelt deren ursprünglichen Zweck. Er verspottet die Mythen der 68er Generation und übernimmt die typischen Farben der Pop-Art. Camille Weber lädt ihn ein, in ihrer Zürcher Galerie seine Bilder zum Thema Feminismus auszustellen. Es entsteht die Kapelle der holden Widersprüche. Ein großer Erfolg. Ein Kritiker schreibt, die Ausstellung Comenzolis ist alles und ihr Gegenteil. Männlich, weiblich, Optimismus, Pessimismus, Exhibitionismus und Frustration der Impotenz. Camille Weber organisiert Fernsehdebatten, an denen Feministinnen und Soziologinnen sowie Politikerinnen teilnehmen. Die Pro Helvetia beschließt, das Experiment in Paris zu wiederholen.
Ich war sehr stolz, dass die Pro Helvetia diese Ausstellung so interessant fand, dass sie sie in Port de la Suisse wiederholen wollten und haben dann auch die Proportionen, die ganze Galerie nochmals reproduziert. Das heißt, die gleichen Maße der Säule, der Räume. Also das, die ganze Galerie wurde eigentlich neu aufgebaut in Paris. Und das hat mich gefreut. Weiterer Auftritt Comensolis in Frankreich an den Filmwochen in Poitiers. Er bringt Bilder mit, die er schon im Grand Hotel von Locarno am Filmfestival gezeigt hat. Das Kino als Traumfabrik. Die Scheinwerfer gerichtet auf die, die in der ersten Reihe goldene Illusionen suchen. Und die Hauptdarsteller sind die Kinder der Emigranten, die aus dem Süden kamen. Die Kinder der zweiten Generation. Die gleichen Jugendlichen finden sich auch in der nächsten Serie wieder. Disco-Virus. In einer anderen Form taucht das Thema der Emigration als Subkultur auf. Die südländischen Jugendlichen mit ihrer freudigen Unvoreingenommenheit brechen mit den Konventionen der behäbigen zwinglianischen Gesellschaft. Doch wie Pier Paolo Pasolini merkt auch Mario Comensoli in jenen Jahren, dass das alternative Potenzial jener Generation gegenüber der Massenkultur rein illusorisch ist. Also sucht Comensoli andere Randfiguren in der No-Future-Generation und den Punks. Mit diesen Bildern belebt er die Museen von St. Gallen, Glarus, Aarau und Locarno. Comensoli glaubt, dass diese Rebellen Hoffnungsträger sein könnten für eine bessere Zukunft. Einen Ausweg aus der Globalisierung und Technologisierung, die das Individuum immer mehr einschränken. Comensoli ist unterdessen in der ganzen Schweiz sehr populär, auch wenn, laut dem Vizedirektor des Zürcher Kunsthauses, noch nicht alle Kritiker seine Wichtigkeit erkannt haben. Er ist ein großer Schweizer Realist und die Realisten sind in der Schweizer Kultur dünn gesät, vor allem auch in der Malerei. Und in der Schweizer Nachkriegszeit ist er eine einzigartige Erscheinung und ich denke, dass die Zeit für ihn, wo man das wirklich sieht und irgendwie seinen Stellenwert in dieser Nachkriegszeit, dass die erst noch kommt. Momente aus der Vernissage im Zürcher Kunsthaus mit Comensolis letzten Werken. Eine Ausstellung, die 1989 von Guido Magnaguagno betreut wurde. Für den Maler der Arbeiter in Blau ist es eine späte Anerkennung. Endlich lässt sich auch der zurückhaltendste Kritiker zum Applaus hinreißen. Die Neue Zürcher Zeitung zitiert Lipovetsky im Zusammenhang mit diesem Container, der umkippt. Das Bild führe in eine postmoderne Age de la Glisse, eine Epoche ohne Anhaltspunkte und ohne Gewissheit. Kurz vor seinem 70. Geburtstag erlebt Comensoli den vielleicht kreativsten und wichtigsten Moment seines Lebens. Comensoli kann von seinem Atelier aus wenige Schritte von der berüchtigten Lettenstation die Zürcher Drogenszene beobachten. Sein Quartier macht eine Art Belagerungszustand durch. Comensoli verspürt das Bedürfnis, dieses Drama zu schildern. Mit seiner Fähigkeit, sogar das Elend in träumerische Bilder zu verwandeln. An den Wänden seines Ateliers lehnen Bilder der Verzweiflung. Die Hauptdarsteller sind die Punks von damals. Doch ihre fast unverschämte physische Kraft haben sie verloren. Sie stürzen sich, verdammten Engeln gleich, in den Abgrund. Und langsam merkt der Maler, dass seine eigenen Kräfte schwinden, als sei es ein Spiel des Schicksals. Er füllt die Leinwände mit den eigenen Geistern. Les Pleureuses ist sein letztes Bild. Kein Selbstmitleid, nur falsche, böse Augen, bezahlt, um zu weinen.
Eine Erscheinung, die seine Einsamkeit noch verstärkt. Am Tage seines Abschiedes, am 2. Juni 1993, in seinem Studio an der Rousseau-Straße.